Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im MOOC Finance im Alltag. Wir sind im Modul 2 und heute werden wir das erste Mal zu rechnen beginnen. Wir haben ja konzeptionell ein bisschen kennengelernt, worum es beim Zeitwert des Geldes geht. Heute geht es ans Eingemachte. Wir werden uns ein bisschen die Hände schmutzig machen sozusagen. Sie werden damit Werkzeuge in die Hand bekommen, mit denen Sie auch im Alltag gute Berechnungen durchführen können, wie Sie die Gegenwart und die Zukunft miteinander vergleichbar machen. Überlegen wir uns doch ganz konkret, was passiert, wenn wir heute 1000 Euro zur Verfügung haben und diese zum Beispiel zu einem Zinssatz, sagen wir mal, von 10% anlegen könnten. Das ist natürlich ein außergewöhnlich hoher Zinssatz. Jetzt geht es im Moment einmal auch nur um die Mechanik. Wie passiert denn das, dass aus diesen 1000 Euro in Zukunft mehr wird? Wie viel mehr wird daraus? Und wie könnten wir die Zukunft wieder mit der Gegenwart vergleichbar machen? Rechnen Sie doch gemeinsam mit mir das folgende Beispiel durch. Ich habe heute 1000 Euro zur Verfügung und kann diese mit 10% Zinsen anlegen. Aus den 1000 Euro werden also nächstes Jahr 1000 plus 10% von diesen 1000, also insgesamt 1100 Euro. Diese 1100 nennt man auch den Future Value oder FV abgekürzt, der Zukunftswert. Ich kann das natürlich auch so schreiben, dass ich einfach sage, 1000 mal 1,1 führt mich zu diesen 1100 Euro. Schreiben wir das auch nochmals hin, das sind die 1000 mal 1,1. Angenommen, ich habe jetzt diese 1100 Euro in der Zukunft, wie viel wären denn die heute wert? Ja, da kann ich diese Berechnung einfach umdrehen und sagen, ja, 1100 Euro sind heute 1100 dividiert durch 1,1, also eben die 1000 wert. Das ist das sogenannte Present Value oder PV, der Gegenwartswert. Diese zwei Begriffe sollten Sie wirklich verinnerlichen, Gegenwartswert und Zukunftswert. Jetzt gibt es noch einen dritten Begriff, den wir uns hier veranschaulichen können, nämlich den Begriff der Rendite oder des Returns. Angenommen, ich kaufe heute etwas und verkaufe es um 1100, dann mache ich ja einen Gewinn und in der Finance spricht man da ganz konkret von einem Return. Wie sieht das aus? Das geht so. Ich kaufe etwas um 1000, ich verkaufe es um 1100, dann mache ich einen Gewinn und zwar in Höhe von 1100 minus die 1000. Und wenn ich das in Bezug setze zum ursprünglichen Kaufpreis von 1000, dann mache ich eben einen Return von 10%. Und man spricht abwechselnd von Return oder von Rendite. Das sind eigentlich austauschbare Begriffe. Da haben wir also jetzt gerade drei sehr, sehr wichtige Begriffe kennengelernt, die uns sehr nützlich sein werden. Bis jetzt haben wir verglichen heute mit etwas, was in einem Jahr ist oder etwas, was in einem Jahr ist mit heute. Das Ganze funktioniert natürlich auch über längere Zeiträume. Lassen Sie mich das auch noch kurz illustrieren. Angenommen, wir stehen hier heute und es passiert dann ein Cashflow, ein Fluss von Geld in zwei Jahren. Ich bezeichne den mit CF2, Cashflow in zwei Jahren. Wie viel ist der heute wert? Naja, nach der Logik, die wir gemeinsam vorher erarbeitet haben, muss der zweimal abgezinst werden. Er ist ja zwei Jahre in der Zukunft. Wir müssen also von zwei Jahren auf ein Jahr gehen und vom nächsten Jahr auf dieses Jahr. Man spricht hier übrigens vom Diskontieren oder Abzinsen. Ja, und wenn wir das jetzt mathematisch korrekt durchführen wollen, dann geht das so, wir nehmen den Cashflow
des Jahres 2 und dividieren ihn durch 1 plus was auch immer der Zinssatz ist, den bezeichne ich jetzt mal mit klein k, dann sind wir ein Jahr darunter diskontiert und dann nochmals durch 1 plus k. Und Sie erinnern sich aus der Mathematik, das wird dann einfach zu CF2 durch 1 plus k zum Quadrat. Ein Cashflow wird zweimal diskontiert, indem wir ihn durch 1 plus k zum Quadrat dividieren. Wenn es dann 3 Jahre sind, dann wäre es 1 plus k zur dritten und so weiter. Sie können diese Rechenübung natürlich auch umdrehen. Sie können sich fragen, ja, wenn ich heute Cash zur Verfügung habe und dieses mit einer gewissen Rendite anlegen kann, wie viel ist es dann nach 2, 3, 4, 5 Jahren wert? Tatsächlich würde ich Sie auffordern, das mal anhand des folgenden Beispiels selbst zu überlegen. Schauen Sie sich mal diese Aufgabe an. Okay, ich hoffe, das war klar, wie das funktioniert. Lassen Sie uns das doch gemeinsam kurz betrachten. Ich habe das Beispiel hier noch etwas erweitert. Sie haben es ja gerade mit dem Fall angeschaut, wenn Sie die 1000 Euro für 5 Jahre angelegt lassen. Was wäre denn nach einem Jahr, was wäre nach 40 Jahren beim gleichen Zinssatz von 2%? Ich habe Ihnen gleich hier die Lösung mitgebracht. Sie sehen, das Guthaben steigt nach einem Jahr auf 1020 an, nach 5 Jahren auf 1104, nach 40 Jahren auf 2208. Die Berechnungsmethode folgt dem, was wir vorher entwickelt haben, aber es lohnt sich, das nochmals etwas näher aufzudröseln sozusagen, ein bisschen zu schauen, woher kommen denn diese Zahlen. Schauen Sie sich doch mal diese Tabelle hier an. Angenommen, es wäre so gewesen, wir hätten gesagt, ja gut, wir haben einen Zinssatz von 2% und den haben wir für 5 Jahre. Wir haben also in Summe 5 mal 2% ergibt 10%. So wären wir auf einen Betrag von 1100 gekommen. Das wäre aber falsch gewesen, denn wir hätten ignoriert, dass die Zinsen, die wir im ersten Jahr machen, im nächsten Jahr ja auch verzinst werden. Dass es also einen Zinseszinseffekt gibt. Korrekt wissen wir, kommt 1104 raus, das heißt die Zinseszinsen hier sind 4 Euro. Jetzt können Sie sagen, okay, das ist ja wirklich vernachlässigbar, müssen wir denn wirklich so präzise sein? Die Antwort ist ja, wir müssen so präzise sein, denn schauen Sie, was passiert, wenn Sie zum Beispiel für 40 Jahre anlegen. Wenn Sie einfach sagen, 40 mal 2% und das dann ausrechnen, kämen Sie auf 1800. Sie würden ignorieren, dass es hier Zinseszinsen von immerhin 408 Euro gibt, was bei diesem Betrag schon ganz schön viel ausmacht. Bei einem Jahr macht es natürlich nichts aus. In den Übungen werden Sie noch kennenlernen, was mit unterjähriger Verzinsung passiert. Hier schauen wir uns ja nur an, was bei einmal pro Jahr Verzinsung passiert. Bei 2% ist das auch noch nicht so beeindruckend. Auf der folgenden Berechnung sehen Sie allerdings, dass bei 6% Zinsen beispielsweise schon viel größere solche Effekte entstehen. Wenn Sie mit 1000 Euro beginnen und die mit 6% anlegen können für 40 Jahre, dann werden daraus über 10.000 Euro. Da steckt diese mächtige Kraft des Zinseszinseffekts drinnen. Langfristig anlegen lohnt sich also. Es ist eigentlich ein Automatismus gewissermaßen da. Natürlich gibt es Ups und Downs, die sind auch zu berücksichtigen. Aber durch diesen langfristigen Zinseszinseffekt kommt jedenfalls größeres Wachstum zustande. Tatsächlich ist es Albert Einstein, dem nachgesagt wird, dass er gesagt haben soll, der Zinseszinseffekt ist das 8. Weltwunder. Compound Interest ist der Zinseszins auf Englisch. Abschließend zu dieser Lektion habe ich noch eine Aufgabe für Sie, wo Sie all das anwenden können. Angenommen, Sie gewinnen in der Lotterie, da gratuliere ich Ihnen herzlich. Und Sie haben die Wahl, entweder 10.000 Euro jetzt oder 10.000 Franken jetzt in bar zu bekommen. Alternativ können Sie sagen, Sie können über die nächsten 3 Jahre jeweils 3.500 Franken erhalten. Welche der beiden Varianten würden Sie bevorzugen? Ich gebe Ihnen einen Tipp, zeichnen Sie sich das doch auf einem Zeitstrahl auf.
In der nächsten Lektion werden wir die Lösung gemeinsam behandeln. Bis dann.